So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder zu einem Overwatch. Habe ich ja schon länger nicht mehr gemacht, beziehungsweise ich habe welche gemacht, aber die waren einfach nicht so, sag ich mal, interessant oder toll, dass man sie hochladen könnte. Deswegen machen wir heute einfach einen neuen Versuch. Ich habe gerade schon mal gepreloadet, damit es nicht ganz so lange dauert. Und dann gucken wir mal heute, was wir für jemanden entlarven oder auch nicht entlarven können. So, wir sind auf Cage, CT-Seite, 3-0 für T-Seite. Mal gucken, was hier gemacht wird. Bombe kommt Mitte. Geht wieder. Können Aggro werden. Hier ein Legit Kill auf jeden Fall. Eines auf dem Booster Spot oben. Hatte nicht gesehen. Also wahrscheinlich kein Wallhack. Zum ersten Mal. Aber man soll ja mal den Abend nicht vor dem Morgen beenden, labern. Ich weiß nicht, was ich labere. Ich versuche mich gerade zu konzentrieren und irgendwas zu reden. Aber ihr wisst, was ich meine. Eclipse holt ihn hier. Ich bin mal gespannt, wofür der reported wird. War auch legit Kill. Der wusste auf jeden Fall safe, dass der kommt. Von dem her nichts zu beanstanden. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, mich würde mal interessieren, ab wann ein Overwatch beginnt, also wie entschieden wird, ab wann der beginnt. Beginnt der ab dann, wenn der reported wird, oder würde mich echt mal interessieren, oder so Plus und Minus eben ein bisschen was. Da war einer, weiß jetzt auch, im Smoke. Würde mich echt mal interessieren, wie das entschieden wird, oder ob das einfach so drei Runden davor, drei Runden danach, oder wie auch immer. Geht da immer nur 10 Minuten. Sind B, Ghost und auch auf B schon drauf. Also ich bin mir schon mal ziemlich sicher, dass er keinen Warlike anhat. Selbst wenn er es gut verstecken würde, würde er da offensiver spielen. Den hat er gesehen, kann man auch easy holen. Das war halt schlecht von dem gespielt, aber auch legit auf jeden Fall. Kann man auch machen, auf jeden Fall. Das sind alles Spots, wo man eh schon von ausgehen kann, dass jemand ist. Jo, nichts Unlegites. Soweit lässt ihm sogar den Bomb planen, auch weil er auch ein Diffuse Kit hat. Und somit die Runde gewonnen. Well played, würde ich behaupten, aber nichts Fischiges derzeitig. Von dem her. Es gibt ja, glaube ich, auch immer mal so ein Test, Overwatch quasi, wo getestet wird, ob ich auch gut oder bestmöglichst eben entscheide. Finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Ich denke mal, das wird sowas sein, weil an dem ist eigentlich nichts Fischiges. Er hat jetzt auch nicht übertrieben die Klatsche rausgehauen, wo man sagen könnte, okay, deswegen könnte er reported sein. Aim ganz normal ab. Hier ist auf T-Seite sogar ein Friendly Kill jetzt gewesen. Da ist jetzt wird gecallt, dass es A ist. Hier wird die Mitte abgesichert, dass keiner von hinten reinkommt. Also Wallhack hat er definitiv nicht, Aimer auch nicht. Er aimt halt gut ab und spielt relativ solide. Und stirbt. Wie sind die Scores? 11, 2, 4. Ja, es ist wirklich nichts Fischiges dran. Gar nichts Fischiges. Nichts Fischiges. Also der ist auf jeden Fall definitiv sauber. Trotz dessen gucken wir es jetzt noch bis zum Schluss an. Man weiß nicht, was noch kommt. Den kann man auch mal pre-firen. Aber wegen sowas kann man halt schon vielleicht einen Report kassieren, wenn der nervös ist oder schon davor vielleicht bei ein, zwei Sachen gesagt hat, okay, der könnte was anhaben oder so. Dass er dann noch ein bisschen da glücklich bangt, sag ich mal. Gerade jetzt daneben geaimt, hat halt noch den Kill geholt, stirbt. Also der ist so sauber wie, weiß ich nicht, frisch gewaschenes Handtuch. Ich glaube, da können wir uns schon sicher sein, was wir anwählen werden. Husky rusht rein. Zwei auch noch. Na doch, kommen auch noch trotz dessen auf Main und da wird ein Kill kommen, auf jeden Fall, ja. Und auch noch ein Kill, schön gespielt. Aber auch nichts Fischiges dran.
Gar nichts Fischiges. Er bangt immer mal, das ist auch mal so ein Zeichen. Wenn einer immer, also wenn einer mal eine Stelle bangt, sag ich mal, wo man schon mal reinbangen kann, aber sonst nie bangt, ist es eigentlich auch mal ein bisschen auffällig. Und wenn er dann halt direkt einen reinhittet. Aber der bangt immer mal so diese Common Spots, von dem her sehe ich da auch vorher in Mitte nichts Fischiges dabei. 4 zu 4, sie haben jetzt 4 Runden geholt. 3-0 stand es am Anfang. Ja. Auch kein Grund, irgendwas anzumachen. Also Wallhack hatte definitiv nicht an. Das war ein guter Schuss. Mehr halt auch nicht, das war auch ein guter Schuss. Das sind halt alles Sachen, die aimt man ab, so. Da geht mir ja davon aus, dass die kommen. Und hier den... Okay, der war lucky, extrem lucky. Aber man sieht hier, der ist nicht annähernd auf dem drauf. Es ist, der hat nichts an, in meinen Augen. Da hat er sogar noch eine Granate reingeschmissen, weil er nicht sicher war, ob noch eine reinlegt. Also ich bin der Meinung, auf jeden Fall, der ist sauber. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber ich denke, dass man da relativ sicher sein kann. 18,5 ist halt gut, aber ist jetzt auch nicht so überragend viel besser. Der Husky hat halt einen Kill, zwei Kill, aber gut. Gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Könnten machen, also ja, ist nichts Fischiges. Er macht nicht jeden rein, er macht die Dinger halt dann rein und stirbt jetzt. Es ist also überhaupt nichts Fischiges dabei. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Geschichte haltet, aber ich denke, der ist so sauber wie nie zuvor. Da gab es einige Fälle, wo ich mir nicht ganz so sicher bin oder nicht so sicher gewesen bin, aber hier bin ich mir relativ sicher. Gebt auch einen Daumen hoch, wenn ihr das Video feiert, und sagt natürlich auch oder schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr Overwatch sehen wollt in Zukunft. Ich habe jetzt nicht so viele gemacht oder beziehungsweise ich habe halt ein paar gemacht, aber die waren halt auch ultra langweilig. Den werde ich jetzt einfach mal hochladen. Als Beispiel, dass man auch hier Leute hat, entweder ist es halt echt zum Control Overwatch oder da wurde einer, war halt ein bisschen nervös und hat halt den direkt reported. Für was auch immer. Fürs Gutspielen vielleicht, da wird er sogar noch gebankt, aber ist halt auch Common Spot auf jeden Fall. Ich denke, der Overwatch wird jetzt auch nach der Runde wahrscheinlich vorbei sein. Wie viele Runden haben wir denn jetzt? 8. Ich vermute ja. Und ich denke auch, dass hier nicht mehr groß was kommen wird. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt in der letzten Runde noch einen Raycheck anmacht. Wäre völliger Schwachsinn. Also, leichteste Entscheidung ever. Der hat nichts gemacht, kein Teamkill, kein Bunnyhop-Skript oder sonst irgendwas. Definitiv keine Zielhilfe und auch keine Sichthilfe. Da kann man safe das Urteil abgeben. Schreibt in die Kommentare, wie ihr entschieden hättet. Schreibt in die Kommentare, ob ihr noch mehr sehen wollt. Und über jeden Daumen hoch freue ich mich natürlich riesig. Auch vielen Dank an alle, die supporten. Immer schön fleißig Daumen hoch reindrücken. Freut mich und es motiviert mich auch immer weiterzumachen und hoffentlich auch gute Videos abzuliefern. Schaut natürlich auf den Livestream rein. Wir werden heute Abend wieder ein bisschen gamblen. Und dann sage ich vielen Dank fürs dabei bleiben, einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.